Okay, bisschen ungewohnt. Ich filme diesen Vlog auf meinem Handy. Ich habe noch nie einen Vlog auf einem Handy gefilmt. Also nicht wundern, wenn die Qualität irgendwie ein bisschen anders ist. Sorry, falls es irgendwie scheiße aussehen wird. I'll try to make it work. Es ist Dienstag, kurz vor 15 Uhr. Unser Flug geht in 2,5 Stunden und wir brechen jetzt zum Flughafen auf. Ich habe ein kleines bisschen Bedenken, was den Reisetag heute angeht, weil wir kommen erst so gegen 20 Uhr in Nizza an und dann müssen wir noch von Nizza nach Cannes und dann in Cannes in unsere Unterkunft. Und ich habe das Gefühl, wir werden irgendwie erst so 23 oder 22 Uhr ankommen und dann werden wir wahrscheinlich alle voll Hunger haben. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja. Zumindest mit leichtem Gepäck unterwegs. Ja. Tschüss, Zimmer. Excited? Ja. Sehr excited? Ich habe gerade Top Gun Szenen geguckt. Alter, das ist ein Scheißfilm. Wir sind morgen auf der Top Gun Weltpremiere. Deswegen hat Luca noch Top Gun geguckt, schnell. Ich habe mir den Film nicht angeguckt, aber... We're gonna see! There he is! The final man of the journey. Look at him! Wir müssen nämlich erst den Schlüssel abholen für unser Airbnb. Da müssen wir jetzt noch hinkommen. Wir laufen eine Stunde. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zur Unterkunft und oh mein Gott, da ist der Strand. Da vorne ist irgendwie Red Carpet. Gerade ein bisschen Gänsehaut. Absolut crazy hier, Leute. Das ist wirklich. Ich kann das echt gar nicht beschreiben. Es ist einfach, das ist voll und hier ist schon wieder irgendwas und überall ist ein Strandbar. Was zum Teufel geht hier ab? Wir haben Food. Jetzt heißt es auf ins Airbnb. Langsam lässt die Energie nach. Es ist so viel los. Ja. Meine letzten drei Gehirnzellen nach diesem Tag, ich schwör's wirklich einfach. So wie er aussieht, so fühle ich mich auch. Das ist unsere sehr dunkle, aber doch ganz schöne Aussicht. Ich zeig euch mal unser Airbnb. Das ist Philipp, der gehört zum Airbnb dazu. Ja, ja. Sind wir eigentlich, wo sind wir eigentlich? In Cannes? Kann das sein? Hier ist... Hi. Hi. Hier wir ist... Wir sind in Cannes. Wunderschöne und kleine Küche. Da hinten ist das andere Zimmer. Feriencamp, weil das habt ihr einfach. Was guck mal, wen wir gefunden haben. Hallo, ihr seid im Video. Hallo. Ihr seid auch in Cannes. Oh, ein Auto. Der ist auch in Cannes. Anruf, Tom Cruise hat schon angerufen und gefragt, wann wir endlich runterkommen. Tag 1 oder 2 in Cannes. Beautiful. Luca, gut geschlafen. Mhm. Bist du bereit für Top Gun heute Abend? Ja, das ist der einzige Film, den wir heute gucken werden. Also nur Luca und ich, weil nur Luca und ich Tickets gekriegt haben. Für die Top Gun Weltpremiere mit Tom Cruise in Anwesenheit. Mit krassem Dresscode. Ansonsten wird es nur ein Cannes-Tag. We got it.
der hat hier so einen Button mit einem Zitat gekriegt. Hier hinten stehen übrigens meine Yachten so, aber... Hey, hey. Nein. Ich habe so ein schlimmes Bild aber genommen, leider. Nein. Ich habe ein Bild genommen, so sehe ich halt einfach nicht mehr. Blauer. Kleine Erkundungsmission. Wir gehen hier irgendwie auf den Berg rauf. Ich drehe übrigens auch einen Super 8, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich werde einen kleinen Super 8 Film von Kann machen. Das ist das Einzige, was ich brauche. Badge, mein Apfelwein. Hanna, was sagst du? Ich hab nur den Namen. Der feine Herr hat Kaffee. Luca, kannst du bitte nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ja. Einfach ein ständiger Pegel ist für mich Urlaub. Es ist Zeit für den roten Teppich in voller Montur. Ich habe mir vorhin im Merch-Shop schon so ein kleines Kann-Detail geholt. Look at this man. Sagen Sie, ich wusste gar nicht, dass wir mit dem Festivalpräsidenten heute. Ihr habt aber, ihr stellt euch an, ihr versucht reinzukommen in die Premiere. Reinzukommen. Ihr habt keine Tickets. Oh Gott, nee. Aber wir haben Tickets. Philipp sieht auch fresh aus. Wir sehen uns vielleicht im Kino und wenn nicht, spätestens danach. Probably brother, these are from Spain. Alter, Fitcheck bestanden, aber was ist das? Warum das ist mein improvisierter Gürtel. Look at it. Let's go! Let's go! Ich werde nicht filmen können auf dem roten Carpet, Red Carpet, weil die sonst, glaube ich, jeden umnieten, der da einfach seine Kamera oder sein Handy rausholt. Ja. Deswegen, was auch immer jetzt kommt, ist die Top Gun Weltpremiere, Impression, erster Film bei Cannes. Let's go! Okay, das ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme. Wir gehen nicht ins Casino. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. Dann finden. Die starten hier ein krasses Feuerwerk, ich weiß auch nicht. Luca, erzähl mal. Saal. Wir waren gerade bei der Premiere von Top Gun Maverick im Grand Lumière. Ich habe gerade Gänsehaut gerade nochmal bekommen. Hat ganz plötzlich eine Ehrenpalme nochmal bekommen vom Präsidenten des Cannes Festivals. Wow. Danach? Tom Cruise hat uns gewunken aus dem Autoraum. Und wir haben nicht zurückgewunken. Auf einmal läuft ein 20-15 Minuten Mashup nur über Tom Cruise Karriere. Und das war der Moment, wo es so gescheitert hat. Und man dachte, so real ist es gerade. Das war wirklich einfach crazy. Wirklich ohne Witz. Als dieses Mashup lief und diese Musik, es war einfach nur so, ich hatte einfach einen Platz in der ersten Reihe. Like, how about that? Keine Ahnung, wie ich den gekriegt habe. Aber ich konnte Tom Cruise riechen. Aber dann kam Top Gun Maverick und über den haben wir jetzt
glaube ich, nicht so viel Gutes zu berichten, oder? Warte, ich hol mal Philipp mit ins Boot. Wir sind jetzt hier Review-Modus. Ah ja, fand Top Gun Maverick. Scheiße. Ich habe mich schon für die Navy angemeldet. Du hast dich schon für die Navy angemeldet. Dann du hast. Ich habe mich einfach nur gewundert, wieso die Jets, die hier über Cannes geflogen sind, nicht von Tom Cruise selber geflogen sind. Wirklich so. Die haben einfach Jets rausgeholt für diesen Film. Den Joke habe ich bei dem Producer-Typen neben mir rausgehauen. Den fand er richtig witzig. Da war so, guter Punkt. Top Gun Maverick, keine Ahnung. Film war nicht so, ne? Kann man machen, wenn man möchte, aber muss man nicht. Aber wenn ihr Cannes in der Nähe habt und wenn Tom Cruise zu eurer Vorstellung kommt, dann kann man es vielleicht machen. Und wenn ihr ein Kinosaal in der Nähe habt, was ein Soundsystem hat, was wirklich einem Jetmotor imitieren kann. Oh ja, der Sound war gut. Der Sound ist der wirklich Sound war krank. Richtig gut. Okay, wir suchen jetzt noch irgendwas zum Absteigen, zum Trinken. Vielleicht war das der letzte Clip für heute, vielleicht kommt noch irgendwas. Aber ich muss morgen um 9 zum nächsten Screening. Es ist kurz nach 7, erst der nächste Tag. Um 9 Uhr läuft Jesse Eisenbergs Regiedebüt. When you finish saving the world. Philipp, Luca und Leon haben keine Tickets gekriegt. Ich habe eins gekriegt. Beziehungsweise Leon hat, glaube ich, ein Ticket für eine spätere Vorstellung. Wir versuchen jetzt einfach, alle reinzugehen, alle reinzukommen. Leon und Philipp hatten auch gestern keine Tickets für Top Gun. Aber sie haben sich einfach, man kann sich in so Lanes anstellen und dann kann man quasi, wenn man akkreditiert ist, kann man Glück haben und noch reinkommen in den Film. Und irgendwie haben die zwei es geschafft, sich an die Spitze der Schlange zu bewegen. Und deswegen haben sie es gestern noch geschafft, Top Gun zu gucken. Mit der Erfahrung wollen wir jetzt quasi versuchen, in When You Finish Saving the World zu kommen. Denn der Film könnte was drauf haben. Aber es ist echt früh. Und heute stehen theoretisch 4 Screenings auf der Liste. Das erste um 9, das nächste um 4 und dann, glaube ich, direkt im Anschluss noch eins und dann um Mitternacht. Also, voller Tag mit Cannes-Film. We're gonna see. Da ist es. Cannes Scene Advice. Das ist jetzt theoretisch die andere Richtung, also Festivalpalast ist da runter die Straße. Das ist jetzt ein anderes Kino. Geschlafen? Ja, aber sehr müde. Okay. Aber ich freue mich. Kleines Update mal zwischendurch. Ich habe es länger irgendwie nicht gefilmt. Screening ist vorbei. Die anderen drei sind leider nicht reingekommen, obwohl noch Platz im Kino frei war. Aber die meinten irgendwie, ohne Ticket kommt man nicht rein. Der Film war ganz okay, hat Potenzial, war aber irgendwie ein bisschen flach. Ich weiß nicht. Folgt mir auf Letterboxd. Alle sind gerade so ein bisschen irgendwie über Cannes verteilt. Ich glaube, Philipp, Leon, Christine und Hannah sind irgendwie in der Stadt und trinken Kaffee oder kaufen Souvenirs irgendwas. Luca ist am Strand. Ich habe gerade mein Zeug geholt und mich umgezogen. Geh jetzt auch zum Strand. Jetzt folgt auf jeden Fall erstmal eine kleine Mittagspause. Bis so 16 Uhr oder so. Es ist gerade mal 12. Bis die nächsten Screenings anstehen. Bis dann wird sich ein bisschen Sonne gegönnt. Ich habe Snacks mitgebracht. Wie spät sind wir zu uns? Kritisch spät sind wir dran zu unserem Screen. Wir sind zu spät, aber das ist nicht so schlimm, wenn die wichtigsten Leute überhaupt noch gar nicht da sind. Die Stars gehen auch hier zuletzt rein, oder? Ich glaube, da sind überhaupt gar keine Stars. Tom Cruise kam auch gestern als erstes an. Ja. Wir haben schon Tom Cruise Status. Easy. Wie fandet ihr Coupé? 3,5 von 5. In der Mitte kurz eingeschlafen? Der Anfang war, die erste halbe Stunde war richtig schlimm. Aber danach war es okay. Aber für eine französische Komödie? Ja. Für eine französische Komödie gut. Ja, besser als immer. Luca auch überzeugt? Luca sehr überzeugt. Luca hat richtig gelacht neben mir einfach. Ja, er wirklich. Du musst los. Ich muss los. When You Finish Saving the World in einem Jahr. Viel Spaß. Fahr rein, Luca. Die haben schon ganz coole Kinosäle hier, oder? Ja, sehr cool. Sagen. Aber ich fand es davor
Also dieser Impact war so gering, dadurch... Finales, abschließendes Wort für Tirailleurs. Tirailleur. Ja, hatte super Themen, hat super wenig damit gemacht. Bisschen enttäuscht. War noch. Unser Heli ist da. Wo fliegt er denn hin? Echt? Ja, ich auch so. Nerd Talk. Also, du kannst ja. Es ist jetzt 20 Uhr. Wir haben noch ein Screening heute. Und zwar das Mitternachtsscreening von Hunt. Ist es die Weltpremiere eigentlich? Von Hunt? Ja. Ja, es ist die Weltpremiere von Hunt. Und die startet erst um 0 Uhr. Und bis dahin muss ich jetzt noch Energie sammeln für 2 Stunden heute Nacht. Wach sein. Das ist jetzt. Wie spätestens? 23 Uhr, oder? Ja, genau. 23 Uhr. Ich hab's einfach vercheckt, den Moment aufzunehmen, wo wir die Mewis getroffen haben. Die sind jetzt auch alle hier, wenn sie gerade getroffen haben. Der Moment is coming close. Ach, Festivalgelände ist einfach Mut. Okay, wie immer, Festivalbereich. Man muss gucken, ob wir ihn aufnehmen lassen oder nicht. We gonna see. Und anders. Jetzt muss das irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Es kann sein, dass... Wahrscheinlich nicht. Aber... Wir müssen uns, glaube ich, schon hochsetzen, oder? Ich weiß es nicht. Leute. Wir haben wieder krasse Plätze secured. Warte mal, also... Wir sind im Rang... Das ist so gut. Ich meine, ich bin leider irgendwie echt schon müde, aber... Kein... Was? Wir haben ein Celebrity getroffen. Can I have an auto? Can I have a video no, with no me? Videos. Thank you. Can you shout out to my mom? Her name is Natalia. So schnell geht das. So schnell trifft man einen Pro... Promi, ja, hier. Guck mal, sie flüchtet. Hey, rate mal, wer keinen Übergang aufgenommen hat zwischen Tag 2 und 3. Richtig, ich. Es folgt also Tag 3. Let's go. Seid ihr auch im Office? Continuez en français. Alors, on en guillet. An invitation to the Cannes Film Festival, which has been the golden center of the film world for so many years and decades, is of course every filmmaker's dream, and I'm no exception. Das war Corsage. Ewig lang hat sich gezogen, aber was, oder was sagst du? Sehr gut, ich fand ihn sehr gut. Ja, doch, der war ganz gut. Philipp, ja. Du hast das Tattoo gezeigt? Ja. Oh mein Gott! Philipp, Alter, du hast es einfach geschafft. Das ist dein Kann-Moment gewesen. Scheiß auf Tom Cruise. Das krasseste. Geil. Ich bin zufrieden. Da waren auch mehr dahin. Oh, wow. Kleiner Hunger zwischen Stopp. Er hat sich einen Krebs geholt. Letztes Screening. Erstmal 2,5 Stunden französischer Film ist, oder? Ja. Mal sehen, ob wir einpennen oder nicht. Das ist doch sehr nah. Letztes Mal Strand. Ja. Luca, was ist dein persönliches Cannes-Highlight? Agathe Roussel. Agathe Roussel allgemein? Ja, Agathe Roussel ist sowieso mein Lebenshighlight. Und sie war auf jeden Fall jetzt mein Cannes-Highlight. Oh. Krass. Cannes-Highlight? Wein am Strand. Oh. Mit euch. Oh. Cannes-Highlight. Mein Highlight ist, dass ich es geschafft habe, in 2 Weltpremieren ohne Ticket reinzukommen. Mit nicht ganz ja, coolen Strategien, aber ich hab's geschafft. Hallo, wir sind weiter runter. Hello. Hello. Letzter Abend. Yay. Leider. Hated.
dass Hello. Es heute Abend ist. Ja, wir sind hier. Heute, was ist heute für ein Abend? Letzter. Mein erster. Wichtiger Abend. Nein, die, wie heißt es nochmal? DMK und Mevi Abend. Ja, warte, ich drehe mal die Kamera um. Da ist die Gang. Hier ist noch irgendwas zu essen, irgendwo zum Sitzen, irgendwas zum Trinken. Ich habe meine Super 8 noch mitgenommen. Einfach genießen, einfach enjoyen. Natürlich auch am Start. Das ist hart. Ja, ich auch nicht. Wir haben halt einfach noch 2 Tage mehr gekriegt. Wir könnten theoretisch noch 2 Tage bleiben. Also, weil wir zu arm sind. Wir sind zu arm. Masterstudenten kriegen einfach eine Vollakkreditierung, die im Kamus drum kämpfen, ja. Nein, nächstes Jahr Vollakkreditierung. Wie waren deine Screenings heute? Sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Was fandest du besser, Tirailleur oder was war es einfach nochmal? Otto Montage. Tirailleur. War der beste heute für mich. Ja, was fandest du besser? Schon Otto Montage. Ja, ja. Obwohl er der längere war. Ja, ja. Lang ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Nein. Nee. War heute von 11 bis 7:30 im Cineum. Oh Gott. Das ist ein guter Filmtag, ja. Kann man mal machen. Richtig aus wie die letzte Gehirnzelle. Luca! Mach mal mit den Händen. Das war richtig cool. Richtig anstrengend. Das weißt du, das ist jetzt das Ende des Videos. Richtig, richtig die Kultur genossen an der Côte d'Azur und dann beenden wir es am Flughafen. Ja, ich wollte sie eigentlich richtig fertig machen jetzt am Ende. That's it. Yeah.